Herzlich willkommen beim Finale der Schülerliga Volksschulen. 10 Mannschaften sind hier angetreten, unter anderem die Neulandschule A mit Startnummer 1. Alle 5 sind beim Verein Schachclub Favoriten gemeldet. Ebenso einer vom Konkurrenten, Karlsplatz A, Jim Seigmann, der ELO-Stärkste hier. Und bei Otterkring in der Burggasse gibt es Edgar und Arthur Burger, die dort gemeldet sind. Startnummer 4 mit der Lobau, ein neuer Vertreter hier in der Schülerliga. Hingegen altbekannt die Mannschaften der Ireneusgasse mit Startnummer 5, Team A, die Sieger 2019 wurden in Wien. Startnummer 6 für den Karlsplatz B. Startnummer 7 die Ireneusgasse B. Bei Startnummer 8 die Wulzendorfstraße, wieder eine neue Mannschaft mit dabei. Mit Startnummer 9 das B-Team der Neulandschule, auch die sind bereits beim Schachclub Favoriten alle gemeldet. Und mit Startnummer 10 geht der Herderplatz ins Rennen. Nun geht es demnächst los. Schulschachreferent Lothar Handrich wird die Spiele nun eröffnen und gibt bekannt, dass der Sieger dieser Finalspiele beim Bundesfinale in Tschagunz in Vorarlberg dabei sein kann. Damit kann es dann losgehen. Die Auswahl der Neulandschule A trifft auf das Team Karlsplatz B in der ersten Runde. Startnummer 1 gegen Startnummer 6. Und alle 4 Neulandschüler können ihre Schäfchen ins Trockene bringen. 4:0 auf Tisch 1. Ireneusgasse B kann dem Karlsplatz A ein 2:2 abknöpfen. Burggasse gewinnt gegen den Neuling Hulzendorfstraße 4:0 und die Neulandschule B kann sich gegen die Lobau immerhin auch mit 3:1 durchsetzen. Und die Ireneusgasse A besiegt den Herderplatz mit 4:0. Damit haben wir nach der ersten Runde 4 Teams mit 4 Punkten und dahinter Neulandschule B mit 3 und der Karlsplatz A und die Ireneusgasse mit jeweils 2 Punkten. In der zweiten Runde wird es dann interessant, denn hier tritt die Burggasse gegen die Neulandschule A an. Mal sehen, wie sich Edgar Burger gegen Benjamin Rosenkranz hier schlägt. Ja, Benjamin kann seine Partie gewinnen gegen Edgar Burger und Alexander Horvath remisiert mit Arthur Burger. 1,5 Punkte hätten wir schon und auch Dorian Halimi gewinnt seine Partie gegen Paula. 2,5 Punkte, doch mehr werden es nicht, denn Johannes gewinnt gegen Patrick hier. Damit haben wir insgesamt jetzt 6,5 Punkte und liegen knapp einmal vor der Ireneusgasse. In Runde 3 nun der Karlsplatz A. Das ist jetzt die nächste große Herausforderung. Auf Brett 1 haben wir Benjamin Rosenkranz gegen Jim Seigmann, der zunächst eine Eröffnungsfalle präsentiert und damit Benjamin ordentlich unter Druck setzt, aber dann durch eine Unachtsamkeit die Partie verliert und somit kann die Neulandschule A hier sich erneut durchsetzen, liegt jetzt mit 9,5 Punkten vorne. Ja, und in Runde 4 treffen nun die Neulandschule B auf Neulandschule A. Und das ist insofern interessant, als es hier gar nicht so einfach für die A-Mannschaft ist, sich durchzusetzen. Auf Brett 1 kann wohl Benjamin gewinnen. Sein Gegner ist in eine Eröffnungsfalle aus dem Russischen getappt. Aber auf Brett 2, da haben wir Dorian
Halimi, ja, der ist auch noch erfolgreich. Auf Brett 3 Moritz gegen Patrick, da kommt es zu einem Remis. Auf Brett 4, ja, Richard stand etwas besser, aber letzten Endes muss er den Punkt an Michael abgeben. 1,5 zu 2,5, ein knapper Sieg für das A-Team. Hingegen kann sich die Burggasse 3 Punkte hier holen und Karlsplatz gegen Ireneusgasse das Remis. Hilft sicher der Neulandschule. Und jetzt wird es insofern interessant, dass nach der vierten Runde die Burggasse mit 12,5 vorne liegt, vor der Neulandschule A, die ja nur unter Anführungszeichen 2,5 gemacht hat. Und in Runde 5 liegt es nun an der B-Mannschaft, eigentlich diesen Konkurrenten wieder in die Schranken zu weisen. Owen Leo kann hier sich nicht gegen Edgar durchsetzen, klarerweise gegen einen Kaderspieler ist es schwer, doch der Rest steht recht gut da und insgesamt kann sich die Neulandschule B mit 2,5 zu 1,5 siegreich gegen die Burggasse durchsetzen. Nach der fünften Runde ist jetzt die Neulandschule A wieder vorne und damit kommen wir zur sechsten und letzten Runde gegen den letzten Landessieger seit 2019, gegen die Ireneusgasse A. Und hier haben wir nach wenigen Minuten doch schon vorteilhafte Stellungen und können diese dann auch ummünzen zu einem 4:0-Sieg. Damit steht das Neulandschul-A-Team als Sieger fest. Aber die Sensation ist erst dann perfekt, wenn auch das B-Team sich weiter an die Spitze vorkatapultiert. Mit einem 3:1-Sieg kommt hier das B-Team sicher auf ein Stockerl, und nachdem der Karlsplatz jetzt die Burggasse mit 3:1 besiegt hat, schiebt sich die Neulandschule sogar auf den zweiten Platz vor mit 16 Punkten hinter der Neulandschule A, die 20 Punkte hat. Ein Doppelsieg, den es so noch nie gegeben hat und natürlich die Freude groß ist bei der Siegerehrung. Und? Bitte schön, mein Glückwunsch. So, der Trainer, bitte. Ah, das bin ich. Ja, du sammelst heute ja eine Trophäe nach der anderen. Mein Glückwunsch. So, bitte schön, ein Foto. Gratulation. Okay. Prima. Alles ja, Gute, ihr Lieben. Und jetzt, das Team, was jetzt gleich nach vorne kommt, hat mit dem ersten Platz heute die Berechtigung bekommen und fährt vom 22. bis 25. Mai zum Bundesfinale nach Tschakuns Montafon in Vorarlberg. Bitte schön, Neulandschule A. So, jetzt darf ich den Pokal geben. Bitte schön, eine Urkunde für euch auch. Ich würde auch gerne noch mal mehrfach auch so alles geben. Meinen großen Glückwunsch. Die Besten der Besten. Das habt ihr euch verdient. Alles Gute und eine gute Fahrt, vertretet wie würdig
in. Eine gute Einfahrt. Zum Schluss wollen wir uns noch die Statistik anschauen, was sich in den 22 Jahren der Schülerliga getan hat. Die Neulandschule Laherberg hat Wien inklusive 22 neunmal vertreten. Auf Bundesebene ist die Volksschule Golz der Rekordhalter mit 9. Und in der ewigen Rangliste fast nur Neulandschüler. Harald Schwab hat 3-mal Gold Land und 3-mal Gold Bund erreicht. Ja, und bis 19 hat sich Wien mit 8 Siegen hervorgetan. Wir hoffen, dass wir es noch einmal schaffen. Danke fürs Zuschauen.